So, ich bin wieder da. Und ich hatte recht, es wurde tatsächlich ein bisschen vom Bild durch den Overscan abgeschnitten. Overscan ist offenbar nur dann nötig, wenn ich PlayStation oder so spiele. Also PlayStation 1. Hier auf der Xbox kann ich das nicht verwenden. Vielleicht müsste ich auch wieder mit einem Component-Stecker arbeiten, aber das Problem an dem Component-Stecker ist natürlich folgendes, dass ich letztens, wo ich den angeschlossen hatte, sehr viele Bildunterbrechungen hatte und das möchte ich natürlich vermeiden, deshalb arbeite ich mit dem Composite-Stecker, was eigentlich nicht die optimale Lösung ist für mich. Gut, also Einstellungen lasse ich so, starte das Rennen. Los. Halb links in leicht rechts. Leicht links in leicht rechts. In leicht links. Ecke links. Leicht rechts. War zumindest kein optimaler Start. In lange Gerade. Vorsicht. Boden. Übersprung. Übersprung. Leicht links in leicht rechts. Lange Gerade. Übersprung in halb links. Leicht rechts. Über Brücke in Ecke rechts. Ecke links. Nicht schneiden. Zaun innen. Über Hügel in scharf links. Vorsicht. Böschung. Schlecht. Übersprung in lange, halb rechts, macht auf. Halb links in scharf rechts, Achtung, Böschung. Halb rechts in scharf links, Vorsicht, Böschung. Scharf rechts. Lange, halb links. Lange Gerade, über Hügel. Übersprung. Jetzt bekomme ich hier Vorsprung. Leicht links, scharf rechts, in Ecke links. Ja, macht nichts. Lange, leicht links. War sowieso vor einer scharfen Kurve, da ist es gut, habe ich abgebremst. Durch diesen Fauxpas. Scharf rechts, nicht schneiden, Felsen innen, in halb links, ins Ziel. So, auch diese Etappe gewonnen. Zwar nicht mehr mit so viel Vorsprung als auch schon, aber egal. Das gibt wieder 494 Punkte. Ja, 1880 Punkte. Ich bin über 1200 Punkte vor allen anderen. Das bedeutet eigentlich, dass nur etwas Gutes. Großartig gefahren. Sie haben die Veranstaltung gewonnen. Gesamtposition Bonus 1500. Ja, gut. Also. Dann geht's zur Ice Racing Open. Und da gibt's offenbar auch. Da gibt's drei Etappen. Hier gibt's wieder vier. Hier gibt's neun Etappen. Ja, zuerst mal die kurzen, ne? Ice Racing Open. Fehlt dazu mal ein anderes Auto. Zum Beispiel den Corolla. Oh, es ist auf einer Strecke hier. North Hill Circuit.
Bei so einer kurzen Strecke kann ich da locker mit einem kurzen Getriebe antreten. Auch wenn es relativ schnell sein sollte. Also, Reifen sind richtig eingestellt, Fahrzeugeinstellungen, Getriebeverhältnis kurz. Das lasse ich jetzt so, dass ich auch so passt. Also, Rennen starten. Ja, hier ist jetzt Rallycross. Oh Mann, Vollidiot. Sorry, Kumpel. Was habe ich einen Beifahrer? Bei einem Rallycross-Event. Das ist gut, das ist gut. Also ich weiß nicht, ob es da noch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad gibt. Ich könnte mir eigentlich noch vorstellen, dass es das gibt. Oder dass man den schwierigeren Schwierigkeitsgrad freischaltet, wenn man das Ganze auf normal geschafft hat. Keine Ahnung. Also, diese Rennen auf jeden Fall geschafft, aber die Gegner hier waren ja auch eigentlich von der schwächeren Garde. ...1665, 7% Fahrzeugschaden, das Tempo ist natürlich nicht so hoch, wollte ich auch nicht, daher ganz gut so. Ja, das war ein Nissan Micra, das habe ich mir schon gedacht. So, Frostbridge, 1,1 Kilometer. Naja, ich denke, ich kann auch mal das mittlere Getriebe verwenden. Das sind einfach sehr kurze Strecken, daher ist es nicht nötig, eigentlich so ein langes Getriebe einzustellen. Ich muss ja auch noch gut aus den Kurven herauskommen. Und mit einem kurzen Getriebe habe ich natürlich mehr Drehmoment in den unteren Gängen. So, also, Rennen mal starten. Oh, du bist ein Vollidiot. Alter. Da überlegt man sich, oh, wohin soll ich gehen? Der geht genau den Weg, wo man selber fährt. Wieder mal typisch. Absoluter Rundenrekord auf dieser Strecke.
Ja, ich kann natürlich auch irgendwo anders hinfahren, logisch. Wir haben einen neuen Ortsrekord aufgestellt. Nächste Runde, bleiben Sie dran. Ja, das war schon eine viel bessere Runde. Das war eine Rekordrundenzeit. Das war schon viel besser. Mann, da gibt man sich Mühe, dass man hier schon am Start eigentlich auf die andere Seite fährt und der fährt dann. Ja, genau, er fährt einfach so in mich rein. So, 28 Punkte, sehr schön. Und das gibt mir 1606 Punkte, damit bin ich eigentlich schon fast doppelt so weit vorne wie der Peugeot 306. Northfield Speedway. Sieht mir jetzt eher so aus, als ob das eine bisschen andere Variante des ersten Kurses ist. Aber anstatt dass es außenrum geht, geht es eher ins Infield. Dankeschön, dass du mich nicht abschießt. Ups. Entschuldige. Ach Mensch. Muss ja richtig unangenehm sein, mit mir zu fahren. Tut mir echt leid mit der ganzen Kollision. Aber ich spiele das Spiel ja auch erst zum ersten Mal. Sie haben einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Nur noch zwei Runden. Los jetzt. Wir haben einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Das war schon ein bisschen zu schnell. Aber dafür müsste ich jetzt einen guten Topspeed-Wert haben. Was mir ja auch zusätzliche Punkte gibt. Das hätte eine gute Rundenzeit gegeben, hätte ich das bis ins Ende durchgezogen. Also 756 Punkte. Leider 10% Fahrzeugschaden, was 0 Punkte gibt. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Und damit dürfte das Ganze geschafft sein. Da es ja nur 3 Etappen sind.
Genau, nochmal 2000. Und damit wäre ich schon fast beim Profi. Noch nicht ganz, aber bald. Dann gehen wir gleich mal zu Mediterranean Rally. Auch hier 4 Etappen. Da wähle ich wieder mal ein anderes Fahrzeug. Mal den Dancer. ...26% Kies, 74% Asphalt. Sehr viel gerade. Da kann ich auch ein langes Getriebe setzen. Auch wenn es eine relativ kurze Etappe ist. Also, rennen. Lange, halb rechts. Über Hügel in leicht links, in leicht rechts. Wartet zu, leicht rechts. Enge Kehre links, über Brücke. Leicht rechts, in lange, leicht links. Über Hügel in halb rechts. Wartet zu, Vorsicht, Verengung. Auf Sand. So langsam glaube ich, das war ein Fehler mit dem langen Getriebe. Halb rechts, macht auf. Übersprung. Leicht links auf Asphaltbrücke in scharf links. Leicht links. Über Hügel in halb links. Halb rechts, macht zu. Achtung, Bodenwelle in leicht links. Lange, halb rechts, Verengung. Lange gerade. Dicke links. Lange, scharf links. Macht auf. Über Brücke, Vorsicht, Verengung. Was eine schöne Fahrt war es bislang leicht nicht. Links. Halb lange, leicht links, wartet zu. Ins Ziel. Aber der letzte Abschnitt war ganz gut. 507 Punkte, gerade mal 2% Schaden. Damit über doppelt so viele Punkte wie der Peugeot 206. Also, als nächstes kommt... Ja, das ist schon viel technischer. Zwar auch mehr Asphalt, aber viel technischer. Also werde ich wieder auf das mittlere Getriebe wechseln.